Ja, ich werde oft gefragt, wie sieht es eigentlich mit deinem Leben aus, Peter Buchner? Hast du auch mal Probleme gehabt oder wo bist du deinem Herzen gefolgt? Da möchte ich auf zwei Punkte eingehen, auf zwei für mich wirklich markante Punkte. Der eine Punkt war, da ich wirklich miterleben musste, wie das Thema Gesundheit in der damaligen Firma, wo ich gearbeitet habe, mit Füßen getreten wurde. Ich hatte eine tolle Karriere vor mir. Ich war Nummer 2 in Europa und hätte die Möglichkeit auch gehabt, die Nummer 1 in Europa zu werden. Aber wo ich dann miterlebt habe, dass es da nur um Shareholder Value geht, um Profit geht, keine Märkte mehr gelebt werden, dann habe ich für mich feststellen müssen, das ist nicht mein Leben, das ist nicht meine Firma. Und so bin ich in dieser doch tollen, honorierten Position ausgestiegen, bin meinem Herzen gefolgt und habe ein eigenes Business aufgemacht zum Thema zwar Consulting aber oder Führung, aber immer mit dem Faktor Mensch im Vordergrund. Und so habe ich auch damals diesen Begriff der Führungsintelligenz, der Menschlichkeit im Unternehmen dementsprechend in Deutschland, Schweiz, Österreich etabliert. Das war so dieser erste Schritt. Mein Consultancy-Thema, wo ich dazu habe, läuft mittlerweile 20 Jahre und 20 Jahre geben mir recht, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Die zweite Geschichte hatte ich Ende meines 40. Lebensjahrs, wo für mich dieser Wunsch wieder nachkam in der Situation, wo ich als Interimsmanager, als Consultant, als Berater unterwegs war und immer nach der Pfeife der anderen arbeiten musste und dann festgestellt habe, es macht keinen Spaß mehr. Zwar hat man super Tagessätze errungen, man hat wirklich in Saus und Braus gelebt zum damaligen Zeitpunkt, aber mein Herz sagte mir, das ist nicht dein Leben, das ist nicht da, wo du hin willst. Und so kam ich wieder zurück, was mein Kindheitswunsch war, auf die Bühne zu gehen, Redner zu werden, Schauspieler zu werden, bisschen Kabarett zu machen. Und das mache ich heute. Ich verdiene heute ein Vielfaches weniger als das, was ich als Berater verdienen könnte. Aber heute bin ich zufrieden, glücklich, habe keine Herzschmerzen mehr und das zählt für mich viel mehr. In dem Buch, was ich geschrieben habe, Mach, was dein Herz dir sagt, gibt es unzählige Übungen, wie sie ihrem Herz folgen können. Eine ist zum Beispiel, einfach mal das Handy, das Mobilephone oder Smartphone, was immer sie auch haben, auszuschalten. Sich irgendwo in den Park zu setzen, frisch zu atmen, die Luft genießen und einfach nur zu lauschen. Hören Sie einfach mal in diesem Moment, welche Geräusche Sie alles hören. Weil wir sind so kopfgetrieben, dass wir gar nicht mehr alles wahrnehmen. Wir haben nicht nur unser Gehirn, sondern der ganze Körper von uns besteht aus Sinnen. Haut, Nase, Ohren, Augen. Überall können wir Sinne empfinden. Nehmen Sie diese auch bewusst wahr. Damit beginnt es. Legen Sie sich doch einfach mal wie die alten Indianer auf den Boden und hören Sie, was Sie in der Umgebung oder was sich in der Umgebung so alles abspielt. Das ist ein ganz einfacher Tipp. Auf der anderen Seite auch, was viele Businessleute machen, wo ich auch lange Jahre lang gefangen war drin ist, wir haben Business-Termine, weiß Gott, irgendwo in Rom, in Mailand, in Madrid, in London und wir hetzen dahin, ja, ohne die Schönheit überhaupt dieser Städte zu erkennen. Wir fliegen zum Flughafen, nehmen das Taxi, fahren ins Büro oder zum Kunden und am Abend geht es wieder mit dem Taxi zum Flughafen zurück und auf dem Heimweg. Von der Stadt, von der Schönheit haben wir gar nichts gesehen. Deshalb bauen Sie Tage ein, wo Sie sagen, Mensch, jetzt bin ich schon in London oder jetzt bin ich schon in Madrid und genießen Sie einfach mal einen Tag länger diese Stadt. Genießen Sie, fangen Sie an zu leben. Setzen Sie sich einfach in einen Kaffee, trinken Sie einen Cappuccino, essen Sie ein Stück Kuchen und genießen Sie. Genuss ist was Wunderbares.